Hallo und willkommen zurück zu Alundra 2. Leider war im letzten Part der Ton nicht mehr da. Und zwar lag das daran, dass das Programm während der Aufnahme abgeschmiert ist und ausgerechnet der Teil mit der Sprache nicht bearbeitet worden ist. Und dementsprechend konnte ich euch leider nur die Aufnahme bieten mit, ja, mit dem, ja. Mit dem Spiel an sich ohne Ton. Also mit Spielton, aber halt ohne Sprache. Ja, das war jetzt die Geburt. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das hier sogar noch wiederhole. Andererseits, ihr habt ja trotzdem das Video gehabt. Und das ist ja auch einiges an Zeit flöten gegangen für die Aktion. Ich weiß immerhin eine Stunde, die ihr dafür gebraucht habt. Wir werden auf jeden Fall hier noch die restlichen Sachen holen. Das werde ich aber wahrscheinlich offscreen machen. Wir haben ja noch einiges vor uns. Ach, vorher Medusa. Also sehr wahrscheinlich werde ich dann bei der nächsten Aufnahmesession mehr haben. Ja, da werde ich dann versuchen, nach und nach die einzelnen Dinge dazu holen. Puerto Medusa war dort auch ein Schwein. Ich meine ja. Wir werden nämlich leider mal in jeden rein müssen. Hier in der Stadt selber sollte alles erledigt sein. Genau, hier war ja die Möwenruine. Da fangen wir an. Nachteil ist, wir werden leider durch die ganzen Ruinen durcharbeiten müssen und alles so kriegen. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwelche Puzzleteile gesammelt hatten inzwischen. Dass wir mal so einen Überblick haben. Irgendwelche Puzzleteile gefunden. Nö. 14 Teile brauchen wir noch. Das sind auch die letzten 14. Ich hoffe einfach noch, dass wir die noch finden. Wenn wir im Laufe des Spiels keine zu finden sind, dann hätten wir ein Problem. Dann müsste ich nämlich nochmal jedes Gebiet komplett abgrasen. Das würden wir wahrscheinlich offscreen machen. Um die restlichen Puzzleteile zu suchen. Okay. Ah, hier haben wir zum Beispiel noch mal was zu holen. Ein Lebenskampf. Zu holen war.
natürlich nichts. Ihr müsst es leider überall umsehen. Ich werde natürlich größtenteils versuchen, die Gegner auszulassen. Rumprobieren leider. Da ich leider keine Ahnung habe, ob wir irgendwo etwas nicht gemacht haben. Speziellen Geister beschwören, auch wenn man auf eine bestimmte Stufe stellt. Ich habe leider vergessen, welche Taste das war. Mal im Hinterkopf. Auf der richtigen Seite jetzt rauskommt, weil Kamera und so, ja. Wir müssen leider viel rumprobieren, um alles zu finden.
Ja. Hier ist definitiv eines der Gebiete, wo wir noch was machen müssen. Wir gucken, an welcher Stelle das war, weil bei einer Stelle brauchen wir auch den Feuerzauber. Um noch was zu kriegen. Natürlich sein, dass ich jetzt die Ruinen verwechsel. Diese Pfeile. Also von den Gegnern hier. Ach ja, stimmt ja. Ich glaube, das hatten wir schon gemacht gehabt, aber... Das können wir auch so machen. Wir machen das kurz mal. Kann nämlich sein, dass ich hier noch irgendwas übersehen habe. Das ist alles auf Nummer sicher. Hier ist ein Puzzleteil. Dabei haben wir alle Gegenstände gehabt. Keine Ahnung. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Also hier waren auf jeden Fall jetzt schon mal zwei Sachen zum Holen. Ich würde mich wundern, wenn hier noch mehr zu holen ist. Dementsprechend suchen wir weiter alles ab. Also umsonst waren die Wege bis jetzt nicht. Ist jetzt so ziemlich überall, wo wir nochmal zurückgegangen sind, haben wir auch noch was gefunden. Bin mir gerade nicht sicher. Nochmal eben. Ah doch. Sieht halt alles sehr ähnlich aus hier. Thank you.
wieder am Eingang. Je mehr wir in diesen ganzen Ruinen finden, desto besser. Desto sicherer kann ich sein, dass wir auch wirklich alles haben. Was ist hier hinten? Also das Loch dürfte auf keinen Fall reinfallen. Gehen jetzt mal nach und nach die Türen durch. Okay. Das war hier das. Wir müssen ein bisschen mit System hier durch, weil hier so alles sehr ähnlich ist. Das nicht gemacht hier. Ja, wahrscheinlich fehlte mir da der Erdzauber, dass ich ihn hier an der Stelle noch nicht hatte. Hier ist übrigens die Stelle, wo ich immer die ganzen Pfeile gefarmt habe. Da hat man 0, nix die ganzen Pfeile gehabt. Hier könnte eventuell wieder was in einer der Statuen versteckt sein. Die sind blau, das heißt, ich habe sie löschen müssen. Was haben wir denn? Das war jetzt ein mieses Timing. Thank you.
Ich denke mal, wir werden pro Ruine ein Part brauchen. Okay, da ist nichts zu holen. Okay, den Part sehe ich hier als abgehakt. Moment mal, da könnte eventuell was in der Statue sein. Seitdem einmal in der Statue was versteckt war, bin ich ganz schön unsicher. Mama, wo bin ich denn hier? Ah, okay, das ist ein Ausgang. Gut, dann weiß ich Bescheid. Das wäre hier noch irgendwas weiteres. Ja, ich würde sagen, die Ruine ist abgesucht. Ruine 1 erledigt. Auf zur nächsten. Jede Ruine würde ich tatsächlich zum Schluss machen, weil wir hier auch die Insel absuchen wollen. Also Müllruine sehe ich als abgeschlossen an. Kann natürlich sein, dass da noch was fehlt, aber das werden wir dann später sehen. Ruinen vom Parkodorf. Ja, das ist auf jeden Fall das nächste, was hier angeht. Aber ich weiß nicht, ob das der Ausgang ist oder ob wir hier weiter reinkommen. Keinen Einfluss drauf. Okay,
okay. Also die Parkour-Ruinen sind winzig. Ich denke mal, da bleiben die Ruinen. Die Ebenruinen meine ich. Zeit sagt, dass wir jetzt mal Feierabend machen für den Part und im nächsten Part nehmen wir uns dann die Edenruinen nochmal komplett vor. Und dort holen wir uns dann die nächsten Items, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dort auch noch ein bisschen was versteckt ist. Und dann haben wir so ziemlich unser ganzes Projekt hier schon bald beendet. Ich denke mal nämlich nicht, dass es noch so lange geht. Dann bis zum nächsten Mal.